Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Monique und ist 19 Jahre alt. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo Monique, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Meine Freundin wurde am 9.9.2003 ermordet, nach einem Kirmesbesuch. Dann wurde er verurteilt und jetzt wird diese Verhandlung nochmal von vorne aufgerollt. Die Freundin wurde am 9.9.2003 ermordet? Genau. Nach und während eines Kirmesaufenthaltes? Ja, nach einem Kirmesaufenthalt. Warst du dabei? Ich hatte gegen 20:11 hatte ich die Kirmes verlassen und es hieß eigentlich vorher, dass wir beide zusammen diese Kirmes verlassen. Ja, aber sie wollte dann noch da bleiben mit anderen Freunden von mir, die eigentlich bis zum Schluss geblieben sind. Mhm. Und die haben dann halt den letzten Bus genommen. Ich habe mich verabschiedet. Wir haben gesagt, ja, wir sehen uns dann morgen bei dem Pferd. Ja. Ja, und dann... Wo seht ihr euch morgen beim Pferd? Ja, der hatte in der Hinsicht fast ein eigenes Pferd gehabt. Ach so. Mhm. Genau, und ich bin dann halt gefahren und dann kriegte ich morgens um 6 Uhr einen Anruf von einer Freundin, ob ich die Sabrina irgendwie gesehen hätte, was von ihr gehört hätte. Und dann habe ich erst gedacht, so, das ist ein schlechter Scherz, die haben zu viel noch getrunken, ich muss noch in 2 Stunden arbeiten. Mhm. Ist denn die Sabrina dann letztendlich alleine da geblieben oder waren da noch Leute bei ihr zum Schluss? Ja, letztendlich eigentlich alleine. Letztendlich alleine, Die wollte dann es war in Mondorf und sie wohnte in Reit, das sind glaube ich nur 2 Kilometer, die wollte sie dann zu Fuß über den Damm gehen. Ja, weiß man, hat man rekonstruieren können, was genau passiert ist? Nicht so richtig, also es sind eigentlich alles nur Vermutungen. Aber man hat einen Täter gefasst? Ja, 3 Tage später. 3 Tage später. Und wie, so grob, was sind die Vermutungen? Gab es schon ein Zusammentreffen auf der Kirmes zwischen dem Täter und ihr oder erst sehr viel später? An Tagen vorher, an dem ganzen Wochenende. Das war ein alter Nachbar wohl von ihr gewesen, ach so, von Kinderzeiten her. Aber der war nicht mit auf der Kirmes? Der war mit seiner Verlobten da. Ach so. Wie ist seine Freundin ermordet worden? Wie hieß? Bitte? Ich meine, wie deine Freundin ermordet worden ist. Also, es heißt von ihm aus und der Gerichtsmediziner konnte auch so ein paar Luftstiche machen. Also erst muss er wohl ein bisschen sie abgefüllt haben und dann hat er sie erstmal, ging es dann darum, dass sie dann da rumgeknutscht haben und er dann hinterher keinen Hoch bekommen hat. Sie hätte ihn dann wohl angeblich ausgelacht, wollte dann angeblich seine Verlobte anrufen. Und er hat dann wohl einen Ausraster bekommen, hat ihr erstmal einen Schlag ins Gesicht verpasst. Und so wie ich sie halt kenne, muss sie dann wohl auch irgendwie dann eine freche Schnauze gehabt haben und gesagt haben, so, das war wohl ein Fehler von dir, ich rufe jetzt meinen Vater an. Sie muss dann wohl das Handy gezückt haben. Er hat dann wohl, hat angeblich an einem dunklen Rheinufer ein Seil gefunden. Ein Seil. Genau. Ich frage das immer so nach, weil die Leitung nicht sehr, sehr klar ist und man es nicht so richtig versteht. Also er hat dann ein Seil gefunden und hat sie damit erwürgt. Hat sie dann zu Bewusstlosigkeit erst. Und es ist eigentlich noch viel schlimmer, als wenn er sie vergewaltigt hätte. Er hat mit der bloßen Hand hatte sie vergewaltigt, dass sie innerlich tierische Verletzungen hatte. Sie muss wohl noch 10 bis 15 Minuten eigentlich gelebt haben durch Bewusstlosigkeit. Da kann ich mir eigentlich vorstellen, was sie für Schmerzen hatte. Und dann, wie der Täter halt beschrieben hat, hätte er dann wohl irgendwie sowas wie ein Gluggern gehört, wie jemand, der dann halt Luft holt, weil sie wohl im Hals am Bluten war, weil er so fest zugedrückt hat.
Und vor Schreck hat er sich dann mit vollem Körpergewicht auf die Hände und dann den Hals zugehalten. Da ist das Mädchen verstorben am Tatort. Genau. Ja. Jetzt hast du gesagt, das Verfahren wird jetzt neu aufgerollt. Genau. Wie hat man ihn überhaupt, hat er sich gestellt oder hat die Polizei ihn gefasst? Eigentlich die ganzen Zeugenaussagen haben alle gesagt, man kann sich vorstellen, dass er es war. Achso, es deutete darauf hin. Genau, und durch Überwachungsvideos da, weil ja schon ziemlich viele Schlägereien waren, konnte man auch von den Zeugenaussagen, die beschrieben hatten, was er für Klamotten dann hatte und das alles. Verstehe. Sagen, er war es. Zu was ist er denn in der ersten Verhandlung verurteilt worden? Zu 20 Jahren, also lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Oh ja. So, und jetzt wird das Verfahren neu aufgerollt. Genau. Warum? Der Bundesgerichtshof hat sich damit eingemischt, weil der Verteidiger wohl irgendwie einen Fehler entdeckt hat, den der Tatrichter angeblich gemacht haben soll. Und deswegen wird das Ganze jetzt nochmal neu gemacht. Also es kann dann sein, dass er 10 Jahre bekommt, nach 8 Jahren wieder rauskommt. Oder. Und das ist, kann ich mir vorstellen, dass das für euch, die ihr Freunde und Freundinnen wart von der jungen Frau und für die Angehörigen natürlich etwas ganz Schlimmes ist, dass das jetzt nochmal neu aufgerollt wird. Ja. War der Täter denn bei der ersten Verhandlung geständig? Der hat gar nichts gesagt. Der Verteidiger hat nur halt ein paar Zitate von ihm vorgelesen. Alles, aber er wollte sich selber nicht äußern. Dieses Mädel, warst du sehr eng mit ihr befreundet oder war es so eine normale Freundschaft, eine unter vielen? Das war eine, wo ich sagen konnte, es war meine beste Freundin. Ah ja. Dann musste ich das ja vor ein paar Jahren, oder vorgesjahr war das ja, am 9.3, ne, sagst du, ja. 2003, musste ich das ja auch dann sehr, sehr schwer getroffen haben. Hat's auch. So, dass man das gar nicht glaubt, wahrscheinlich, ne, im ersten Moment. Ich wollte es erst nicht glauben, als ich dann eine Freundin von mir angerufen hatte, bei der von der Kripo aus selber, die mit den Eltern in Kontakt war und mein Vater auf einmal da auftauchte und er eigentlich arbeiten sollte. Wollte ich halt meine Freundin anrufen und ihr sagen, dass wir uns nicht im Stall verabreden können, weil ich halt noch bei der Kripo sitze. Und sie hat wohl gedacht, mein Vater hat mich schon aufgeklärt. Und dann hat sie nur gesagt, ja, schon scheiße, das Mädchen, das blonde Mädchen aus dem Rhein, das war die Sabrina. Ich habe mein Handy in der Kripo in die Ecke gesteppert und bin die Treppen runtergefallen. In der Hinsicht, mein Vater hat mich schon aufgefangen. Du kanntest diesen Mann oder kennst diesen Mann auch? Vom Ansehen zumindest. Ja, vom Sehen her. Ja. Warst du bei der Verhandlung auch dabei in dem Gerichtssaal? Ja. Du warst dabei. Du hast ihn gesehen. Was hat er für einen Eindruck da gemacht während der Verhandlung? Also vom Gesicht her hat er keine Reue gezeigt. Das Schlimmste, was einmal war, er hat mich und meine Freundin angeguckt und hat dann nur so ein komisches Lächeln drauf gehabt. Wie schlimm. Die Eltern, die nahen Angehörigen, wie sind die damit umgegangen, mit dieser furchtbaren Nachricht? Also die Eltern, die waren, glaube ich, erstmal ganz richtig ansprechbar. Man wusste auch nicht, was man sagen sollte. Und nach einer Zeit ist jetzt halt der Kontakt abgebrochen, weil irgendwie traut man sich dann doch nicht mal da anzurufen und irgendwas nachzufragen. Achso, das heißt, die ihr befreundet wart mit Sabrina, ne? Also hast du bei ihr Namen. Habt jetzt den Kontakt zu den Eltern abgebrochen? Ja, das ist, wenn man sich sieht, sagt man Hallo und redet halt so über andere Sachen. Man fragt aber auch nicht mehr, wie geht's ihnen oder so. Einfach aber dennoch steht das Unglück natürlich im Raum. Und natürlich geht es den Leuten nach wie vor entsetzlich schlecht. Weil es ist ja noch nicht lange her. Und ich glaube, so einen Schock werden Eltern nie überwinden, wenn sie erfahren, dass ihr Kind so bestialisch umgebracht worden ist. Genau. So, jetzt gibt es einen neuen Prozess. Vielleicht können wir in einigen Monaten nochmal miteinander sprechen und du erzählst uns, du verfolgst das Ganze sicher genau, wie das weitergeht und wie der Prozess sich entwickelt. Ja. Ja, sollen wir mal so verbleiben? Ja. Dann würden wir uns bei dir nochmal melden, okay? Ja, gut. Ja. Liebe Monique, alles Gute wünsche ich dir von Herzen und danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt heute, dann wählt diese Nummer. Und wenn ihr morgen dabei sein wollt, morgen haben wir Promi-Besuch. Morgen ist mein prominenter Gast in der Sendung Desiree Nick.
Und wenn ihr gerne mit Desiree Nick sprechen wollt, dann könnt ihr euch heute anmelden, schon per Mail unter domian@wdr.de. Die Sendung morgen beginnt um 11:30 im WDR-Fernsehen und eine Stunde vorher sind die Leitungen auch schon geschaltet, ab 10:30 morgen Abend. Und da könnt ihr natürlich auch dann direkt anrufen unter unserer bekannten Nummer 0800 220 5050. Prominenter Gast morgen Abend bei mir, die Dschungelkönigin, die amtierende Dschungelkönigin Desiree Nick. Sebastian, 17 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema, ich habe in letzter Zeit eine ganze Menge Probleme. Mhm. Und zwar familiär, schulisch, Freunde, Freundin, also alles Mögliche momentan. Mhm. Was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist eigentlich mein Vater. Warum? Weil mein Vater, seitdem ich, also mein Vater, der zieht uns, also zwei Geschwister und mich, mhm, seit 1999. Wie alt sind die Geschwister? 12 und 8 Jahre. Ja. Und meine Mutter ist 1999 verstorben. Ja. Und seitdem bezieht er uns eigentlich alleine. Ja. Und seit 1999 ist er also, hat er sich schlagartig geändert. Ich gehe mal davon aus, dass seine Mutter noch sehr jung war, als sie gestorben ist. Ja, also sie ist mit 38 Jahren verstorben. Was ist da passiert? Ja, 1996 hatte sie schon Gesichtskrebs. Mhm. Gesichtskrebs? Gesichtskrebs, ja, also das, da wurde sie im Gesicht operiert. Mhm. Also es ist kein Hautkrebs, sondern Krebs, der unterhalb der Haut liegt? Im Gehalt? Also der war hinterm Auge. Ach so. Mhm. Und der wurde ihr dann entfernt, 1996, erfolgreich. Mhm. Und Ende 1997 fing das dann an, dass sie Schmerzen im Beinbereich hatte. Mhm. Das war aber in Italien im Urlaub. Mhm. Und da wir da in einem kleinen Dorf waren, konnten wir leider nicht genau sagen, was sie denn jetzt hat. Mhm. So, und dann, wo wir wieder in Deutschland waren, hat dann der Arzt herausgefunden, dass sie Knochenkrebs hatte. Oh je. Mhm. Und das ging dann, von Ende 97 bis Ende 99. Mhm. Und hat so wahrscheinlich alles gemacht, alles versucht, Chemotherapie, Bestrahlung. Chemotherapie, alles Mögliche. Und Juli 1999 wurde sie als gesund erklärt. Ach. Und dann, Juli 1999. Und, aber 1999 ist sie dann auch gestorben? Nein, das war im Dezember 1999. Aber wie kann man denn eine Frau für gesund erklären? Im Juli? Und dann? Da die Ärzte gesagt haben, dass der Krebs bekämpft wäre. Ja. Und dann wurde einen Monat später bei meiner Mutter am Rückenmarkt wieder Krebs entdeckt. Wieder was Neues entdeckt. Mhm. Ja, und das war dann... Gott, wie schlimm für euch. Dieses Auf und Ab auch. Einmal die Angst und dann wieder die Hoffnung, das Glück, der Krebs ist besiegt und dann nach kurzem schon wieder die Diagnose. Ja, das Schlimme ist auch jetzt, meine Mutter wollte es zwar, aber für mich war es ganz schlimm. Das war auch ein Grund, warum ich normalerweise von der Wohnung, in der wir jetzt immer noch wohnen, wegziehen wollte. Mhm. Denn meine Mutter ist zu Hause gestorben. Mhm. Das wollte sie auch. Ja. Sie wollte es nochmal sehen. Sie wollte sehen, wie wir bei ihr sind. Ja. Ja, und dann ist es eben passiert. Ja. Das hast du gerade gesagt, seit dem Tod deiner Mutter ist das mit deinem Vater das Verhältnis schwierig. Sehr schwierig, ja. Schlagartig war es vorher besser? Mein Vater war vorher nicht so bei mir. Also mein Vater war vorher viel am Arbeiten, ich hatte vorher viel mit meiner Mutter zu tun. Ach so. Also wie mein Vater vor meines Mutters Tod war, kann ich jetzt nicht sagen. Ach so, weil er gar nicht präsent war. Eigentlich nicht nur... Was ist denn die Hauptschwierigkeit, die ihr beiden, jetzt bezogen auf dich, du mit deinem Vater hast? Das Hauptproblem ist eigentlich, dass er Probleme meiner Meinung nach nicht regeln kann. Dass er die nicht regeln kann? Nein, also wenn, dann nur mit Schläge. Er schlägt dich? Er hat mich geschlagen. Oft schon? Damals sehr oft doch. Und jetzt auch noch? Jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich vor kurzem gesagt habe, dass wenn er das nochmal macht, von mir eins zurückbekommt. Mhm. Das heißt, du hast dich vorher nicht gewehrt, hast es über dich ergehen lassen? Ja, sehr lange. Ja. Und dann sehr lange. Und das fing alles auch nach dem Tod der Mutter an? Alles, doch. Mhm. Also ich habe es auch ihm verstanden, da meine Mutter gegangen ist. Schwere Situation für ihn. Natürlich, mit drei Kindern ist völlig klar. Ja, nur er sitzt uns alle drei sehr unter Druck. Mhm. Also die Wohnung, die müssen wir alleine schmeißen. Mhm. Wir müssen alleine kochen. Mein Vater ist viel am Arbeiten, der ist für uns nie da. Mhm. Also führt ihr den Haushalt, ihr kocht, ihr putzt? Wir machen alles. Ihr macht alles. Ja. Und du bist der Älteste, deswegen hast du die Hauptverantwortung. Eben. Mhm. Und das ist momentan zu viel, viel zu viel. Mhm. Zu nehmen, du dir auch dein eigenes Leben gerne leben möchtest, Freunde, Freundinnen und irgendwelche Sachen unternehmen, Schule, weiß ich was. Ja, da ich jetzt 17 Jahre alt bin, wird es langsam Zeit mit Bewerbungen. Mhm. Dann habe ich, wie gesagt, auch eine Zeit gehabt, das war auch so gegen Dezember, als meine Mutter den Todestag hatte, dass ich kurz vor Dezember, also die Schule 3 Wochen am Stück geschwänzt habe, und dass mein Vater auch spitz bekommen hat.
Und dann war wirklich hier die Hölle los. Ja, du hast sie geschwänzt, weil der Todestag nahte und die ganze Trauer wieder aufbrach? Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber es war eine Phase meines Lebens, wo ich für nicht garantieren konnte. Mhm. Also die einzige, die ich jetzt momentan noch habe, ist wirklich meine Oma. Ja, also mein Vater. Lass mich fragen, du sagst, für nichts garantieren konnte, das heißt, die ging so beschissen, dass der Gedanke gar nicht so weit weg war, manchmal dir selbst das Leben zu nehmen. Ja. Ja. Mhm. Das war in der Zeit so. Der einzige nahe Mensch ist deine Oma. Ja. Ist das die Mutter deiner Mutter? Genau. Ja. So, und mein Vater, also ist eigentlich nicht mein Vater, es ist mein Stiefvater. Ach so. Ne? Ach so. Das ist auch noch was. Und die anderen Kinder, sind auch Stiefkinder? Oder sind Nein, das sind seine richtigen Kinder. Macht der Unterschiede zwischen euch? Behandelt er die anderen besser als dich? Das habe ich sehr lange so angenommen. Mhm. Jetzt, wo ich älter werde, behandelt er mich natürlich ein bisschen anders. Mhm. Aber nach wie vor denke ich schon. Mhm. Also irgendwo ist da schon ein Vorteil für die beiden gegeben. Mhm. Was ist denn jetzt, wenn du bist 17 Jahre alt, bald bist du 18. Wann wirst du 18? Im September. Im September, na gut. Gibt es so Überlegungen bei dir, dass du sagst, ich will heraus, ich suche mir irgendwie ein WG-Zimmer und versuche mich irgendwie alleine durchzuschlagen? Das habe ich vor, doch. Mhm. Also im September direkt eine WG mit Freunden zu beziehen. Ja. Und dann erstmal wirklich auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt gehen sollte, machen mir Sorgen meine Geschwister. Das genau wollte ich gerade ansprechen. Du hast ja eine Verantwortung und hättest dann wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen. 8 Jahre ist ja noch sehr jung und 12 Jahre, wie du gerade gesagt hast. Was wird denn aus denen, wenn du gehst? Das ist das Problem. Das weiß ich nämlich eben nicht. Mhm. Da mein Vater sich eigentlich überhaupt nicht bessert. Mhm. Wir bekommen zu Hause eine Familienberatung, wo er vor der Familienberatung erwähnt, dass er kein Interesse hat. Woran? An euch? Nee, an die Hilfe des Jugendamtes. Ach so. Und weiß er denn jetzt von deinen Überlegungen, dass du gerne raus willst? Also, dass ich gerne ausziehen will, das sagt er mir auch direkt in die Augen, dass wenn ich 18 bin... Kannst du gehen? Ja. Aber spätestens dann muss er sich doch als verantwortungsvoller Vater darum bekümmern, dass sich jemand um die anderen beiden Kinder dann auch bemüht und dass da jemand ist, der sich um sie kümmert. Was sagt denn deine Oma zu der ganzen Situation? Also meine Oma, die ist seitdem er so geworden ist, stinkesauer auf ihn. Mhm. Das ist wirklich so, stinkesauer. Unterstützt sie dich denn auch in deiner Überlegung rauszugehen? Bitte? Unterstützt deine Oma dich denn auch mit bei der Überlegung, dann dich auf eigene Beine zu stellen im September? Ja, sie empfiehlt mir eher, zu Hause zu bleiben. Mhm. Ne? Da eben die Geschwister. Ne? Mhm. Also wir denken normal eigentlich nur alle an die Geschwister. Und das war eigentlich auch so, also kurz vor Dezember, wo ich eben diese Phase hatte. Mhm. Erstens meine Oma und zweitens meine Geschwister, der entscheidende Punkt, warum ich nicht den entscheidenden Schritt gegangen bin. Mhm. Ja. Und Ich bin natürlich sehr froh, dass du den entscheidenden Schritt nicht gegangen bist. Weil ich verstehe, dass du dich jetzt momentan in einem Geflecht von Problemen siehst, wo du gar keinen Ausweg erahnst. Ja doch, also ich bin auch sehr froh, dass ich nicht gegangen bin. Ja. Denn ich werde auch nicht mehr hoffentlich so weit kommen, dass es also ganz kurz davor ist. Ja. Aber momentan ist mein Kopf wieder ziemlich voll. So, ich sag dir erstmal von meiner Seite aus meine Meinung. Ich finde das sehr ehrenwert, dass du die Verantwortung in deinem Alter von 17 Jahren schon so eine große Verantwortung für deine Geschwister empfindest. Finde ich toll. Aber ich finde es moralisch legitim, wenn du sagst, es ist ja immerhin dein Vater da, wenn du sagst, ich will auch auf meine eigenen Beine stehen, ich halte weiter engen Kontakt zu meinen Geschwistern, aber ich möchte eine eigene Wohnung haben und ich gehe raus. Und dann musst du vielleicht noch mehr Druck auf ihn ausüben, dass er wirklich sich darum bemüht, dass das Jugendamt sich einschaltet, dass eine Familienbetreuung ist, dass da irgendjemand ist, der sich ist das Jüngste ein Junge oder ein Mädchen? Bitte? Das Jüngste, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Das sind beides Mädchen. Das sind beide Mädchen, ja. Mhm. Ich finde das legitim, dass du das machst. Ich finde das okay. Weil wenn du das nämlich jetzt weiterhin nicht machst, kommst du ja aus dieser Situation gar nicht heraus. Das Mädchen ist 8 Jahre, das heißt, willst du die nächsten 8, 9 Jahre noch zu Hause bleiben? Das geht ja nicht. Ja, eben. Ja, das geht nicht. Mein Vater ist auch eine Person, die alles abblockt. Mhm. Also die sich von allen Problemen zurückzieht. Mhm. Die Probleme wie so löst, dass entweder mit Gewalt oder gar nicht, einfach in der Luft stehen lässt. Das Schlimme ist, wie du ihn beschreibst, dass man nicht sich mit ihm an einen Tisch setzen kann und normal redet. Nee. Das ist schlimm. Das ist nicht möglich. Ne? Sonst könnte man ja wirklich sagen, pass auf, Papa, ich habe vor, wir haben ja eine lange Zeit vor uns jetzt noch, wo wir es regeln können. Ich habe vor, im September auszuziehen und bis dahin finden wir eine Lösung für die beiden Kleinen. Das funktioniert leider Gottes nicht, Domian.
Mhm. Ich habe auch so oft zu ihm gesagt, ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich möchte mit Mann zu Mann mit dir reden. Mhm. Ein ganz normales Männergespräch führen. Mhm. Und nach zwei, drei Sätzen lockt er völlig ab. Vielleicht wacht er auf, wenn er sieht, dass du gehst. Er hat ja die Verantwortung, er muss sich ja um die Kinder kümmern. Ja, aber dass es jetzt so weit kommen muss. Ja, das ist schlimm. Das ist schade. Das sehe ich auch so. Das ist ganz, ganz schlimm und ganz schade. Aber ich sage das mal so als ganz neutraler Außenstehender. Ich finde, dass du ein Recht auf dein eigenes Leben hast. Ich predige nicht den blinden Egoismus jetzt hier. Ich finde, du sollst ja nicht zu deinen Geschwistern brechen. Du sollst weiter Kontakt zu denen haben. Ne, darum geht's auch gar nicht. Du magst sie doch auch. Ja, ich liebe sie sehr doch. Ja, sicher. Darum geht's auch gar nicht. Aber du hast auch ein Recht auf deinen eigenen Weg. Und dann muss eine Lösung gefunden werden. Er muss sie finden oder du schiebst es vom Jugendamt noch mehr an, dass du da noch ein bisschen Druck machst, dass das Jugendamt sich darum kümmert. Du, wir haben eine ganze Menge Druck gemacht. Ich habe im Sommer, war ich 2 Monate von zu Hause ganz weg. Mhm. Ich bin abgehauen wirklich von zu Hause. Mhm. Ich war da 2 Wochen bei einem Freund. Ich war dann die restliche Zeit bei meiner Oma. Mhm. Da dann erst mein Vater auch uns finanziell geholfen hat. Mhm. Aber da habe ich schon die Jugendamt sehr viel Druck gemacht. Mhm. Und dadurch kam der aber auch erst in die Pötte. Ja, siehst du. Also irgendwas passiert ja dann, wenn er sieht, dass es wirklich real sich verändert alles und dass du es ernst meinst auch. Mhm. So, pass mal auf. Ich habe heute Nacht einen Psychologen hier, der sehr in der Kinder- und Jugendpsychologischen Beratung arbeitet. Ich möchte gerne, dass du mit ihm, Peter heißt der Kollege, dass du mit ihm jetzt noch ein bisschen redest. Vielleicht auch um so ein paar formale Sachen einfach, Jugendamt und was man da so machen kann und so, noch zu besprechen. Von meiner Seite aus möchte ich dich ermutigen, deinen Weg zu gehen. Du, Mensch, danke dir ganz herzlich. Ja, lieber Sebastian, alles Gute, du legst auf und der Peter ruft dich an. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Sabine und Sabine ist 45. Sabine hat aufgelegt. Oder die Leitung ist weggebrochen. Heike haben wir jetzt. Halt, wo ist sie? Hier ist Heike. Hallo, grüß dich. Heike, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Du hast so ein Strahlen in deiner Stimme. Ja, ich habe auch einen schönen Abend hinter mir. Du hast einen schönen Abend hinter dir. Ja, interessant und sehr schön. Erzähl uns davon. Ich hatte heute ein Blind Date. Aha. Vom Internet und... Sagen wir mit einem Mann? Mit einem Mann, mit einem Mann. Ja. Und? Ja, das war sehr positiv. Ja. Eigentlich, war ich sehr angenehm überrascht. Und jetzt bin ich ziemlich ratlos. Also, mal der Reihe nach. Ihr habt euch im Internet-Chat oder so kennengelernt? Im Internet, ja. In der Kontaktbörse. In der Kontaktbörse. Ja. Und hattet ihr vorher schon telefoniert? Ja, wir hatten dreimal telefoniert. Und wie lange kennt ihr euch jetzt schon nur telefonisch? Eine Woche. Also noch ganz jung. Dann habt ihr gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir uns auch mal Butter bei die Fische, jetzt treffen wir uns mal. Ja, genau. Und hattet ihr vorher Fotos ausgetauscht? Ja. Ich wusste auch, wie er aussieht. Ja, genau, ja. Wie alt ist der alte oder junge Knabe? 38. 38. Mhm. So, Foto gefiel dir gut, dann hast du gesagt, okay, mit dem treffen. Ja, genau. Foto war positiv, Telefonate waren auch positiv. Und ihr wohnt sogar wir wohnen ein bisschen auseinander. Ich bin gerade eben bei Freunden. Ach so. Und er wohnt nicht weit weg von, und dann haben wir die Gelegenheit gleich genutzt und dachten uns, naja, nun nützen wir das auch aus, dass wir auch jetzt ziemlich nah zusammen sind. Wie viele Kilometer wohnt ihr eigentlich auseinander? 200. Oh, das ist natürlich viel. Aber geht auch noch. Geht noch, du ja. Du bist aber solo eigentlich? Ich bin solo, ja, er auch. Er auch, das ist schon mal gut. Ne? Das ist sehr gut. Man hört ja die verrücktesten Geschichten. Wie macht man nun weiter? Das ist die Frage. Mache ich das Spiel draus? So. Oder bin ich gleich ehrlich? Das ist für mich eigentlich die Frage, die mich jetzt seit einer Stunde beschäftigt. Seit einer Stunde bin ich wieder zu Hause. Wie, oder bin ich ehrlich? Was heißt ehrlich? Naja, sage ich gleich, dass ich eigentlich von dem Treffen sehr positiv überrascht bin und dass ich mich sehr gut fühle. Ja. 4 Stunden waren wir essen. 4 Stunden wart ihr essen und habt euch hervorragend unterhalten. Hervorragend, ja. Hervorragend. Habt viel gelacht und euch gut verstanden, euch Sachen erzählt. Ja. Ja. Viel aus der Vergangenheit, jeder, was er so bis jetzt erlebt hat. Aber weißt du, Heike, ich finde das gar nicht problematisch. Man muss ja nicht gleich anrufen und sagen, boah, ich fand das super toll. Ganz genau. Ne? Ich denke ja auch, ja, wie mache ich jetzt weiter? Indem man einfach, wie war jetzt euer Rhythmus so mit dem Telefonieren in den letzten Tagen? Jeden Tag oder jeden zweiten Tag? Ja, jeden Tag, ja. Okay, dann rufst du morgen an. Da kann man ja sagen, ich fand das einen schönen Abend.
Und würde einfach so. Schon, das haben wir uns schon bei der Verabschiedung gesagt. Okay, da würde ich gar nicht. Dass es eigentlich ein sehr schöner Abend war. Gut, und dann, man muss sich auch nicht übertreiben. Ich würde es dann erstmal so stehen lassen. Einfach in großer Freundlichkeit jetzt weiter telefonieren und vielleicht das nächste Treffen schon wieder anbauen für, weiß ich, wann das möglich ist. Ja. Und das Ganze einfach jetzt so schön, langsam, gut sich entwickeln lassen. Ja. Man muss ja nicht ständig das artikulieren, wie toll das war, sondern man lebt es ganz einfach, ne, ohne es groß zu benennen. Ja. Du bist ja ganz Viele soll ich nicht äußern, die sich da jetzt entwickelt haben, die vier. Ich würde da mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich denke auch, man darf den anderen nicht überfallen. Genau, ne? Das kriegt der sowieso schon mit, in der Art, wie du redest, wie du telefonierst. Kriegt der schon mit, dass dir das gut gefallen hat. Man muss da gar nicht so viele Worte drum machen, glaube ich. Nein. Außerdem ich weiß es nicht, ich bin total durcheinander. Außerdem muss man sich auch ein bisschen interessant machen. Wenn man, das denke ich auch. Ja. Aber dann ist es doch schon wieder Spiel und eigentlich mag ich Spiele gar nicht. Ich meine es auch gar nicht im taktischen Sinne. Einfach nicht so gleich zu sehr euphorisch schwärmen, weil das könnte ihn vielleicht auch ein bisschen plattwalzen. Ja, ne? Freudig, dass es so war. Unterhaltet euch gut. Und besteht denn die gute Chance, diese 200 Kilometer immer und immer wieder mal zu überwinden? Würde schon bestehen, natürlich. Ja, 200 Kilometer geht ja auch noch. Wenn es hier 600 wären, das wäre komplizierter. Ja, das ist sehr kompliziert, ja, das stimmt. Aber irgendwie bin ich ja doch sehr hin und her gerissen. Die Heike klingt wie ein junges Mädchen. Ja, wie, gell? Ne? Wie eine 14-Jährige, die ganz frisch verliebt ist. Aber das ist schon verrückt, ne? Oder nicht, was so das alles ausmacht, ne? Was man so im Leben erlebt, also was man so Begegnungen hat im Leben, das ist schon interessant. Man wird ja auch, ich glaube, völlig egal, wie alt man ist, wenn man verliebt ist, ist man ein bisschen bekloppt, ne? Das heißt so. Ne? So ein bisschen ist man neben der Kappe und sieht die Welt rosarot und man weiß gar nicht genau, was man machen soll und macht man zu viel, macht man zu wenig. Ja, genau. Ne? Und jetzt sitze ich da, nun bin ich ja doch schon älter, ne? Ja. Nun teilt sich ja der Kopf ein. Ja. Irgendwann, ne? Jetzt sitze ich eine Stunde da und dann sehe ich dich so und dann denke ich mir, jetzt frage ich dich einfach mal und komm doch prompt durch. Perfekt. Und dann denke ich mir so, wie verhält man sich da? Wie will ich das weitermachen? Ihr habt Handys beide. Wir haben beide Handys. Gut, ich würde also heute Abend keine SMS mehr schicken. Nein, ich zwinge mich ja schon nachzufragen, ob er gut heimgekommen ist oder so. Und morgen nett anrufen und gute Stimmung machen. Wir telefonieren. So. Und nur beginnt natürlich die harte Zeit des Wartens, ne? Aber er hat gesagt, wir telefonieren. Er hat nicht gesagt, ich rufe dich an. Er hat gesagt, wir telefonieren. Wann ist denn so eure Zeit immer gewesen in den letzten Tagen? Wann telefoniert ihr? Ja, wenn ihr von der Arbeit fertig. Ja, aber morgen Samstag. Zwei fertig und dann werde ich nun da sitzen und warten. Ja, aber das kannst du schon machen. Also wenn morgen, weiß ich, 2 Uhr ist oder so und er noch nicht angerufen hat, kannst du anrufen. Das kannst du machen. Meinst du? Ja, das finde ich schon, ja. Mhm. Meinst du nicht, der Mann sollte? Nee, nicht unbedingt. Also so traditionell müssen wir das nicht machen. Müssen wir nicht machen. Aber schütt nicht ganz sofort einen dicken Eimer Liebe über ihn rüber. Nein, ich werde mich schon so Also ich gratuliere dir, Heike. Eigentlich ist ja das was Positives. Das ist so schön. Ich habe so viel Negatives erlebt die letzten Jahre. Ja. Und ich denke mir, irgendwie wird man doch wieder beschenkt vom Leben. Also vielleicht gibt es auch anderen Mut, die ganz alleine sind und die einfach ein bisschen Mut fassen sollten. Ja. Und ich war eigentlich auch immer sehr zweifelnd mit dem Internet und mit dem, macht man das nun oder Wie lange warst du denn jetzt alleine? Ich bin seit 2001 alleine. Ja. Und habe auch dann sehr viele Schicksalsschläge. Meine Mami ist gestorben und meine Schwester ist gestorben. Und das war eine ganz, ganz schwere Zeit für mich. Letztes Jahr noch einen schweren Unfall gehabt. Ja. Also es kam so alles zusammen irgendwie. Und man hat auch dann gar keine Zeit und gar keine Lust, nach außen zu gehen oder nach... Umso schöner, dass es sich jetzt so entwickelt hat. Umso schöner. Ja, ich gratuliere dir sehr herzlich dafür. Sei froh, dass es sich so entwickelt hat und freue dich auf das Telefonat morgen mit ihm. Ja, und das werde ich machen. Schlaf heute mal mit den süßesten Träumen ein nachher. Das mache ich, ja. Alles Gute von Herzen und toll, toll, toll für eure, für euren Kontakt und dass da eine tolle Liebe raus entsteht. Ja, bitte, bitte. Alles Gute. Das wäre schön. Ja, danke dir. Tschüss.
Na, die Heike war aber verliebt. Du liebe Zeit. Hier ist Felicia. Felicia. Hallo, Felicia. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass mein Freund oder beziehungsweise mein Ex-Freund also mich betrügt mit einer anderen. Mhm. Und ja. Ich weiß das aber auch. Und der ist aber, ihr seid nicht zusammen im Moment. Nee. Dann kann er ja machen, was er will. Ja, schon, aber ich keine Ahnung, ich weiß noch, dass er mich, keine Ahnung, auf irgendeine Art und Weise noch liebt und dass ich ihn irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch noch liebe. Wie lange seid ihr auseinander? Seit wann? Eigentlich schon ein bisschen länger. Also wir waren jetzt insgesamt, haben wir uns jetzt so zwei Jahre waren wir zusammen ungefähr. Mhm. Aber halt immer Pause, eine Woche mal Pause, dann zwei Monate Pause, immer so ja. Pausen. Ja, die letzte jetzt, seit wann ist es denn so eher endgültig zu Ende? Seit zwei Monaten. Zwei Monate. Ja. Aber da sind immer noch Gefühle im Spiel, bei dir auf jeden Fall. Ja. Und du vermutest bei ihm auch? Ich weiß es nicht genau. Also er hat mir das schon oft gesagt, dass er mich liebt, aber ob er das ernst meint, weiß ich nicht. Wer hat denn vor zwei Monaten Schluss gemacht? Eigentlich beide. Weil es irgendwie nicht mehr ging? Ja, wir haben ehrlich darüber gesprochen, dass er jetzt eigentlich nur noch, dass ich ihm jetzt, keine Ahnung, nicht mehr so viel bedeute wie früher und dass es ihm jetzt eigentlich nur noch darum geht, halt mich so zu sehen und halt... Hat er das gesagt, dass er nicht mehr so viel empfindet wie früher? Ja. Ah ja. Das ist ja auch schon eine heftige Aussage, ne? Darf man nicht wegwischen oder drüber hinweggehen. Mhm. Er hat gesagt, du bedeutest ihm nicht mehr so viel wie früher. Ja. Mhm. Mhm. Aber da kann ich ja auch nichts dran ändern, wenn seine Gefühle so sind. Also dann sind die so. Aber bei dir ist es anders. Ja, aber... Du denkst viel noch an ihn. Ja, das auf jeden mhm. Fall. Und meine Freundinnen sagen mir auch immer, ich hätte was Besseres verdient, aber... Ich weiß nicht, ich will gar keinen besseren. Ja, ja, die Leute von außen wissen es meistens immer ein bisschen besser, aber man ist selbst dann so gefangen in den eigenen Gefühlen und ja. Sieht die Welt anders. Wie hast du das denn jetzt erfahren, dass er... Nein, ich wusste das. Also wir hatten ja Schluss gemacht und mhm. dann hat er halt auch gesagt, dass er jetzt... er ist nicht mit ihr zusammen. Er hat jetzt nur so eine Art, keine Affäre, würde ich sagen, mit ihr jetzt. Ja. Und ich weiß es aber auch, aber ich treffe mich ja auch immer noch mit ihm. Also wir verhalten uns so, als ob wir zusammen sind. Ach so. Wir nicht zusammen. Ach so. Und erzählt er dir dann davon, also dass da ein Mädel ja, ist? Ja, ich weiß das ja. Er sagt mir das ja. Und das tut dann sehr weh, ne? Wenn er dir das ja, erzählt. Ja, also ich sag ihm dann auch immer, dass ich das nicht hören will und so. Mhm. Und dann hört er auch auf, davon zu erzählen. Aber ich habe jetzt halt auch schon ein Foto von ihr gesehen, also... Mhm. Hast du die zufällig auch schon mal auf der Straße zusammen Nein. gesehen? Das nicht. Nein, weil wir wohnen auch ein bisschen weiter auseinander. Also ich wohne jetzt in Köln und er wohnt halt auf dem Land. Ja, weißt du, Felicia, ich glaube, dass das keine gute Lösung ist, was ihr da habt. Ihr seid getrennt. Ja. Er will offensichtlich nichts mehr Großartiges von dir, vielleicht nur Freundschaft. Du allerdings willst noch mehr von ihm. Also, dass das nur Freundschaft ist, glaube ich nicht, weil sonst wäre er nicht halt immer noch so lieb zu mir und dann würde er auch nicht mehr mit mir schlafen. Ach, das läuft auch noch was. Ihr schlaft doch miteinander. Ja. Ach so. Ja, noch komplizierter, noch schwieriger, finde ich. Ja. Nehmen wir an, er hat wirklich kein großes, wirkliches Beziehungsinteresse mehr an dir. Ja. Aber du. Und wenn ihr dann noch Sex miteinander habt, ist das für dich letztendlich die Hölle. Weil jedes Mal, wenn du mit ihm schläfst, bist du natürlich neu entflammt und die Sehnsucht ist groß und du möchtest ihn für dich haben. Ja. Und je zärtlicher er in der Situation mit dir ist, desto mehr Hoffnung machst du dir. Was aber überhaupt nichts aussagt. Er kann in der Situation sehr zärtlich zu dir sein, aber grundsätzlich gar nicht mehr sehr an dir interessiert sein. Ja, oh mein Gott. Das ist schlimm. Ja. Das heißt, wenn eigentlich, das jetzt mit irgendein Außenstehender sagt, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dann ist das irgendwie, keine Ahnung, weil wenn meine Freundinnen mir das sagen, dann denke ich immer so, ach, die sagen das nur wegen mir, aber... Es kann, ich sag's dir mal ganz so, wie ich es meine, ganz ehrlich, auch wenn das jetzt hart für dich ist. Ja. Das kann einfach sein, dass der dich durchaus schon noch nett und sympathisch findet, dass der das aber auch toll findet mit dir im Bett und darauf nicht verzichten will, aber dass das Herz nicht mehr dabei ist. Ja. Das kann sein, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ja, und wenn er mich ja lieben würde, dann würde er ja mit der anderen das beenden. Nein, ja genau so wäre es. Wenn er dich wirklich lieben würde, dann würde er das beenden mit der anderen. Aber ich bin ja auch nicht ehrlich zu ihm, wenn ich könnte ja auch zu ihm sagen, ja, hör mal, ich mag das, ich finde das nicht gut, dass du auch noch mit einer anderen ins Bett gehst, aber ich sag das ja ihm nicht. Ich sag ja, warum nicht? Ja, weil ich denke dadurch, dass ich ihn verliere. Ja, aber nee, du versuchst jetzt zu taktieren. Ja. Ne? Indem du denkst, dass du ihn so bei der Stange halten kannst und zu dir hinziehst, aber so funktioniert das nicht.
Natürlich wirst du ihn vielleicht unter Umständen verlieren. Aber was verlierst du dann? Du verlierst dann jemanden, der dich sowieso nicht liebt. Weißt du, so musst du es sehen. Vielleicht wird er aber auch, kann aber auch sein, dass er aufgehört, ich weiß es, ich kann es ja nicht richtig einschätzen, vielleicht wird er dann so, wie alt ist er? Er wird jetzt 18. So, also. Vielleicht wird er dann aber auch so aufgerüttelt, dass er dann denkt, oh, die meint es aber ernst, die Felicia. Dass er auch nochmal in sich hineinhört, was bei ihm da los ist. Im Moment hat er es ja gut, er hat zwei Frauen. Ja. Er kann es mit dir machen, er kann es mit der machen, vielleicht hat er noch jemand anderen, du weißt es gar nicht. Hm. Und er lässt es sich gut gehen. Ich würde an deiner Stelle klar sagen, was du willst, was du empfindest und sagen, okay, dann geht es nicht mit uns beiden. Dann schlafen wir auch nicht mehr miteinander. Aber ich komme einfach nicht von ihm los. Da muss man sich anstrengen. Ist für alle Leute schwer, egal ob man 17 ist oder ob man 57 ist, das ist immer schwer. Und das bedarf immer großer innerer Anstrengung und man ist immer verletzt dabei und das ist immer sehr kräftezehrend. Aber das geht nicht anders. Ja. Und das ist traurig. Aber es ist immer traurig, wenn man mitbekommt, dass jemand, den man selbst liebt, dass man nicht wieder geliebt wird von dem. Das ist immer schlimm. Aber diese Erfahrung haben wir, glaube ich, alle, die wir hier zusammen sind heute Nacht, alle schon mal gemacht. Aber was ich nicht verstehe, er hat mich ja geliebt, aber wo ist die Liebe geblieben? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann Liebe aufhört, Liebe zu sein. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist bei jedem Menschen, bei jedem Paar ist es anders. Und derjenige, der zurückbleibt, der noch liebt, stellt sich immer die Frage, ja, wo ist sie geblieben und warum liebt er mich jetzt nicht mehr? Die Frage kann man nie beantworten. Das kann man nur akzeptieren. Ja. So, meine Liebe. Ja, jetzt danke schön. Sei mal hart gegen dich und zieh das durch. Letztendlich wird es für dich gut sein, wenn es am Anfang auch sehr schmerzlich ist. Weil du bist ja auch völlig blockiert, du hast ja auch wahrscheinlich gar kein offenes Herz für jemand anderen. Nee, überhaupt nicht. Ist mir klar. Also, zieh's mal so durch und guck mal, was wie er sich verhält. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen ist prominenter Besuch bei mir. Um 11:30 beginnt im WDR-Fernsehen Domian und morgen ist mein prominenter Gast Desiree Nick. Und wenn ihr morgen mit Frau Nick, mit der Dschungelkönigin ein bisschen plaudern wollt, streiten wollt, diskutieren wollt, wenn ihr sie was fragen wollt, dann meldet euch heute am besten schon an über Mail unter domian@wdr.de und dann können wir euch morgen in die Sendung reinschalten. Die Leitungen morgen sind eine Stunde vor der Sendung schon geschaltet, nämlich um 10:30, aber die Sendung beginnt dann erst um 11:30. Morgen mein Gast, Desiree Nick. Veronika, 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, vor 14 Jahren ist mein Sohn ermordet worden. Und das ist ein Thema, was mich heute noch sehr beschäftigt. Ja, wie alt war der Sohn vor 14 Jahren? Er war 3 Jahre und 9 Monate alt. 3 Jahre erst? Hm? Was ist genau passiert? Ja, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Also ich war damals zur Schwangerenberatung, beziehungsweise hatte ich Wege zu erledigen, die ich allerdings mit Bus erledigen musste. Mhm. Und mein geschiedener Mann, saß mit Nachbarn zusammen, die haben Party gemacht und haben sich eigentlich nicht intensiv um die Kinder gekümmert. Mhm. So hatte ich den Eindruck. Mhm. Naja, zumindest bin ich dann von der Schwangerenberatung und von meinen Einkäufen nach Hause gekommen. Weil du wieder schwanger warst? Ja, weil ich wieder schwanger war. Ich war zum damaligen Zeitpunkt schwanger. Ja. Und ja, musste dann feststellen, dass die Kinder von uns noch auf dem Hof spielten, unter anderem auch mit Nachbarskindern. Es gab damals schon mehrere Kinder? Ja, also meine Tochter, mein Sohn und schwanger war ich auch. Mhm. Und jedenfalls habe ich dann meinen Sohn gebeten, sein Spielzeug einzuräumen, dass es Zeit wird, hochzukommen. Mhm. Und habe das andere Kind genommen und habe das dann eben hochgebracht in unsere gemeinsame Wohnung. Mhm. Ja, dann bin ich hin zu meinem geschiedenen Mann und habe ihm Bescheid gesagt, dass ich jetzt zu Hause bin. Naja, und nach circa einer Viertelstunde, 20 Minuten musste ich feststellen, dass mein Kind immer noch nicht oben war. Naja, dann bin ich runter und habe festgestellt, dass mein Sohn gar nicht mehr auf dem Hof sich befindet, dort wo es gespielt hat. Mhm. Naja, und dann habe ich dort, wo mein geschiedener Mann war, habe ich dann Bescheid gesagt, dass das Kind weg ist und da hat man mir keinen Glauben geschenkt. War der zur Zeit auch schon damals dein geschiedener Mann? Nein, wir waren damals gerade erst zusammen. Verheiratet, ja. So, das 3-jährige Kind war weg. Da gerät man doch in Panik wahrscheinlich als Mutter. Ja, also ich war schwanger und ich musste ziemlich auch auf die Schwangerschaft achten. Mhm. Und von daher bin ich erstmal ruhig und sachlich geblieben. Als man mir keinen Glauben geschenkt hatte, habe ich dann eben die Polizei gerufen, die dann auch kurze Zeit später auftauchte. Ja, und daraufhin haben wir das Kind dann eben 3 Tage lang suchen müssen. Und über die Medien haben wir dann zu erfahren bekommen, dass das Kind tot aufgefunden wurde. Mhm. Das ist 14 Jahre her, hast du gerade gesagt.
Ja. Weiß man, wer es getan hat? Ja, derjenige ist auch verurteilt worden. Kanntest du den Mörder? Ja, es war unser Nachbar. Das war der Nachbar. Hat er sich an dem Kind auch vergangen? Nein, er hat ihn nur auf die Trockentoilette gestellt und hat ihn dann fallen lassen. Warum? Das weiß ich nicht. Diese Frage stellt mir jeder, aber ich kann die Frage nicht beantworten. Warst du bei dem Prozess dabei? Ja, 5 Tage hatten wir Verhandlungstage. Wie hat er sich denn während der Gerichtsverhandlung geäußert? Er hat immer nur gesagt, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Und naja, draußen, wenn Verhandlungspause war, konnte er frei rumlaufen, wie jeder normale andere auch. Hm. Und ich glaube, am 3. oder 4. Verhandlungstag hat er Schokolade mitgebracht für die Kinder. Unglaublich. Also jetzt muss ich nochmal fragen, er hat ihn auf die Trockentoilette gestellt? Ja, genau so. Wie, und ist das Kind runtergefallen oder wie? Ja, dann hat das Kind ihm wohl nochmal angeguckt über die Schulter. Also er stand mit dem Rücken, das Kind stand mit dem Rücken zu dem Mörder. Mhm. Und dann hat er sich rumgedreht, hat den Mörder wohl nochmal angeguckt und dann hat er ihn genommen und hat ihn fallen lassen in die Toilette rein. Ach, in die Toilette rein? Er ist ertränkt an der Jauchengrube. Oh. Ich habe jetzt gedacht, das Kind wäre gestürzt und deshalb, nee, er hat ihn ertränkt in der Jauchengrube? Ja, mit Absicht. Das ist ja unglaublich. Und es gibt keine Aussage vor Gericht, was in diesem Mann vorgegangen ist, was da los war? Nee, der hat immer nur gesagt, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Das war das Einzige, was er gesagt hat und hat dann eben nur, der hat nur eben den Tatort beschrieben. Aber das Kind hat man dann woanders gefunden? Na, also bei uns auf dem Hof befand sich diese Klärgrube, eine richtig große Klärgrube, die hat man abgepumpt und aufgrund dessen konnte man das Kind wohl nicht gleich finden. Aber das Kind war in der Klärgrube? Das war in der Toilette und wo der Schacht auch zur Klärgrube hinführte und zu dem Schacht ist das Kind dann wohl durch Abpumpen der Klärgrube hingerutscht oder weiß ich nicht, kann ich genau sagen. Ja, nach 3 Tagen, nachts um 1:30, glaube ich, hat man das Kind dann eben geborgen gehabt und ich musste das dann identifizieren mit meinem geschiedenen Mann. Ich glaube, dieses Bild wirst du dein Leben nie vergessen. Nee. Zu was ist er verurteilt worden? 15 Jahre Gefängnis und zuvor saß er in der psychiatrischen. Du kanntest diesen Mann ja. Ja, lang. Ich bin mit seinem Sohn zusammen in eine Klasse gegangen. Kannst du dir das irgendwie erklären, was in diesem Menschen vorgegangen ist? Nee, ich kann mir gar nichts erklären. Mein Gott, ist das ein Verbrechen. Ist das ein Verbrechen? Was empfindest du für diesen Mann? Eigentlich nur Hass. 14 Jahre ist es her und wahrscheinlich ist es für dich wie gestern. Ja, am schlimmsten ist, wenn sein Geburtstag kommt und wenn die Feiertage sind. In welchem Monat warst du damals zu der Zeit schwanger? August, September, Oktober, November. Im August und im November habe ich dann schon wieder entbunden. Und im August ist das passiert? Im August ist das Unglück passiert? Ja. Ist denn die Schwangerschaft dann noch normal verlaufen nach diesem unfassbaren Schock? Also für mich ist sie weiter normal verlaufen. Mhm. Und ich habe das Kind dann eben 14 Tage später zur Welt, also nicht nach dem Mordfall nicht, aber also nach dem Entbindungstermin habe ich 14 Tage später das Kind zur Welt gebracht und es ist als ein normaler Junge zur Welt gekommen. Mhm. Und das war für mich wiederum ein Schock, dass das ein Junge geworden ist. Warum? Weil das tote Kind ist am 29.11. geboren, und das war ein Junge, und am 16.11. ist das andere Kind geboren, in demselben Monat. Mhm. Aber da könnte man doch auch sagen, dass es jetzt in all dem unglaublichen Unglück zumindest eine Freude, wieder ein gesundes Kind zu haben. Du hast es ja, aber das eine Kind ersetzt das andere Kind. Nein, so meine ich es ja auch nicht, aber... ich bin so ein bisschen erstaunt, dass du sagst, das war ein Schock, als du gesehen hast, dass das ein Junge war. Ja, im ersten Moment. Weil, versuch's mir noch genauer zu erklären. Na, weil ich das erstmal, habe ich diese Sache noch nicht verkraftet, mein erstes Kind nicht mehr wiedersehen zu können. Ja. Und dann, wie gesagt, dass es wieder ein Junge war. Weil du gedacht hast, dass es irgendwie, also wenn es ein Mädchen gewesen wäre, wäre es kein Schock gewesen. Dann wäre es kein so großer Schock gewesen. Mhm.
Weil du gedacht hast, das ist jetzt irgendwie so, das wird ersetzt jetzt, das Kind, durch... Ja, die ersten 3 Jahre waren richtig schlimm für mich. Also das allererste Jahr war schlimm, ganz schlimm für mich mit dem Baby. Mhm. Ich habe es immer teilweise abgeschoben. Ach so. Also ich konnte dem nicht die Liebe geben, was dieses Kind eigentlich gebührt hätte. Was sehr schwer verständlich ist so für mich. Aber nicht für das Kind, das macht sich heute bemerkbar. Mhm. Will mit mir nichts mehr zu tun haben. Ah ja. Nun hast du ja damals... als Mutter auch einen Schock ohnegleichen erfahren. Hast du damals Hilfe in Anspruch genommen, psychologische Hilfe? Ich habe es versucht. Wir hatten uns an den Weißen Ring gewandt. Mhm. Und wir haben dort auch einen Jahresbeitrag gezahlt gehabt. Mhm. Aber der Weiße Ring hat die Hilfe abgelehnt. Dann hatten wir das Opferentschädigungsgesetz versucht in Anspruch zu nehmen. Mhm. Die haben die Hilfe auch abgelehnt. Die haben das mit der Begründung abgelehnt, dass das Kind noch keine 18 war und wir das Rentenalter noch nicht erreicht hatten. Ja, ich meinte jetzt auch so ganz persönlich für dich psychologische Hilfe. Denn so ein Unglück kann man, glaube ich, gar nicht alleine verwinden. Und damit kommt man gar nicht alleine klar. Mhm. Warst du bei einem Psychologen oder bei einem Psychiater? Nee, gar nicht. Noch gar nicht. Mhm. Gehst du oft zu dem Grab von dem Kind? Ich kann da nicht hingehen. Du kannst da nicht hingehen? Weil in den ganzen 14 Jahren, wenn es hochkommt, 5-mal dort. Mhm. Hast du noch Fotos von dem Kind an der Wand oder im Zimmer stehen? Nee, jetzt gar nicht mehr. Mhm. Früher schon. Früher habe ich auch Sachen von dem Kind aufgehoben. Ja. Du hast jetzt noch 2 Kinder, ne? Ja, ich lebe jetzt noch mit 2 Kindern allein. Mhm. Und das Kind, was damals geboren wurde, hast du gerade angedeutet, Das lebt bei dem geschiedenen Mann. Ach so. Mhm. Und hat ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dir, ein schwieriges Verhältnis zu dir. Ja. Mhm. Was natürlich auch zurückzuführen ist, vielleicht auch auf deinen Schock damals, dass du gar nicht in der Lage warst, ein Kind anzunehmen und zu erziehen, was man dir gar nicht zum Vorwurf machen kann. Weil du, ja, ich weiß, ich versuche es ja auch dem Kind zu erklären, aber man lässt mich nicht mehr, mein Geschiedener lässt mich nicht mehr ran an die Kinder. Mhm. Beide Kinder leben bei dem geschiedenen Mann. Ja. Mhm. Das tut mir unfassbar leid, was du gerade erzählt hast, Veronika. Das ist wirklich zu Herzen gehen für alle Menschen, die das jetzt gehört haben. Und man kann, ich glaube, überhaupt nicht ermessen, was du mitgemacht hast in den letzten Jahren. Ja, es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden, aber irgendwo muss man drüber reden. Sprichst du denn manchmal noch mit Leuten darüber oder traust du dich schon gar nicht mehr so in der Verwandtschaft, Bekanntschaft darüber zu sprechen? Also in der Verwandtschaft ist das Thema eigentlich so mehr oder weniger gegessen, aber so jetzt, es gibt Menschen, die sprechen mich drauf an. Naja, dann rede ich anders, also nicht so wie jetzt, dass mir dann auch die Tränen dabei kommen, weil hier sitze ich zu Hause in meinem privaten Bereich, da kann ich das, da kann ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen, aber nach draußen hin kann ich das immer nicht so zeigen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn auch hier schon 14 Jahre vergangen sind, dass du jetzt, weil es ja immer noch so, so schwer in dir liegt, dass du jetzt dir noch Hilfe suchen könntest und solltest. Ja. Wir würden dir gerne ein wenig mit Rat zur Seite stehen, wenn du möchtest. Ja, das wäre schön. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, mein Psychologe, der Peter ruft dich an. Mhm. Ja, sollen wir es so machen? Legst du auf und wir rufen dann, der Peter ruft zurück, Veronika. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ellie ist hier. Ellie ist 25. Hallo, Ellie. Ich bin 25, hi. Ja, 25. Ja. Was geht's bei dir, Ellie? Ja, mein Problem ist, dass mein Verlobter mir vor einem Jahr erzählt hat, dass er mich regelmäßig, also insgesamt viermal mit Prostituierten betrogen hat. Mhm. Und auch vorher halt ein reges Leben mit Prostituierten geführt hat, weil er irgendwie beziehungstechnisch da nicht sehr erfolgreich gewesen ist und hinter meinem Rücken während unserer Beziehung Kontaktanzeigen geschaltet hat und mich in diesen Kontaktanzeigen ziemlich fertig gemacht hat, sodass es alle Welt lesen konnte. Wie dich fertig gemacht hat in den Kontaktanzeigen? Wie geht das? Ja, er hat halt irgendwie geschrieben, dass ich ihm irgendwie nicht das geben kann und irgendwie diesbezüglich eine ziemlich schlechte Partnerin bin. Und er hat geschrieben, ich habe eine Partnerin, aber die befriedigt mich nicht und ich suche was anderes. Ganz genau. Und er ist halt nie ehrlich zu mir gewesen. Er hat mir halt nie wirklich erzählt. Also er war in dem Punkt nicht offen zu mir. Mhm. Das hat er dir vor einem Jahr erzählt? Ja, ganz genau. Was ist denn jetzt in dem letzten Jahr passiert? Das ist vor einem Jahr im Januar gewesen, ganz genau. Mhm. Und was ist jetzt während des letzten Jahres passiert? Ich habe ihm eine zweite Chance gegeben und habe versucht, an der Beziehung zu arbeiten, aber ich merke einfach, dass ich, denke ich, meine Tendenz dazu habe, irgendwie krankhaft eifersüchtig zu sein. Mhm. Also, glaubst du ihm, dass er jetzt in diesem Jahr wirklich treu war und dass er sich gebessert hat? Das ist jetzt
Zwiespalt. Also wenn er hier bei mir zu Hause ist, ist das nicht das Problem, aber er hat jetzt eine Ausbildung angefangen und ist diesbezüglich jetzt für einen Schulblock in Lübeck. Mhm. Und von seiner Ausbilderin habe ich erfahren, also er lebt dort in einem Internat und von der Ausbilderin habe ich erfahren, dass dort halt das Bettüpfen stattfindet und dass dort schon viele Beziehungen auseinandergegangen sind und er ist also sexuell sehr extrovertiert. Mhm. Und, aber du hast, ja, du hast nichts Konkretes über ihn gehört. Du hast nur gehört, dass er in Nein. Ja, ja. Mhm. Es ist einfach nur, es, die eine Hälfte von mir sagt, mhm, okay, ich glaube ihm, aber die andere Hälfte sagt, nein, sei skeptisch und misstrauisch und das macht mich einfach fertig. Wie ist das denn überhaupt mit diesem Prostituierten rausgekommen und mit den Anzeigen? Er hat es mir erzählt. Also die Anzeigen, ich muss dazu sagen, dass ich in puncto Computer eigentlich recht fit bin und ist vielleicht auch nicht nett, aber ich habe halt meine Möglichkeiten gefunden, herauszufinden, was er hinter meinem Rücken im Internet veranstaltet. Das heißt, du hast ihm nachspioniert, ja, netzmäßig. Auf Deutsch gesagt, mhm, richtig. Mhm. Und das mit den Prostituierten hat er mir erzählt. Mhm. Und daraufhin bin ich mit ihm in diesem Bordell gegangen, weil ich wissen wollte, wie das in TV aussieht, weil er da irgendwie nicht nachgefragt hat. Und ja, weil ich das für mich einfach brauchte. Wie, da bist du in das Bordell mit ihm zusammengegangen und hast die, ja, Prostituierten gefragt, hier, was ist jetzt mit HIV? Ja, diese Puffmutter. Aber dein Freund hätte doch sagen können, hier, ich habe nur mit Gummi. Ja, aber das Gummi ist gerissen bei der letzten und daraufhin hat er mir, mhm, das erzählt. Hat er denn dann auch einen Test gemacht? Ja, der ist zum Glück negativ, mhm, aufgefallen. Mhm. Das ist natürlich auch schon eine krasse Aktion. Du gehst zusammen da mit deinem Freund in diesen Puff. Ja. Und unterhält sich da mit der Chefin. Ja. Das war für ihn natürlich auch wahrscheinlich sehr heftig, ne? Ja, bestimmt, aber da bin ich in dem Punkt wirklich sehr egoistisch gewesen, weil ich irgendwie ein Mittel und Zweck gesucht habe. Ja, ja, ich will dir gar keinen Vorwurf machen. Ich finde fast, ich will es nicht bewerten, aber sehr schlimm finde ich diese Anzeigen, von denen du erzählt, ja, hast. Weil er das dich, ist es nämlich. Ne, er verrät dich, er macht dich mies, ja, in so einer Anzeige. Warum hat er das überhaupt getan? Ich habe keine Ahnung. Er hätte ja eine ganz normale Anzeige schalten können, Suche so und so, aber warum dich auch noch da in den Schmutz ziehen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist jetzt, ich meine, er hat gesagt, er will ein neues Leben anfangen und er liebt mich so sehr und so, ich bin der Mensch, der ihm irgendwie zum besseren Weg verhelfen hat. Und, mhm, aber es ist immer noch, ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich vertrauen kann. So, jetzt ist natürlich, das wiegt alles sehr schwer, was du gesagt hast. Es wiegt auch schwer, dass du ihm auf die Schliche gekommen bist und nicht, ja, wenn er noch von sich aus gebeichtet hätte, dann wäre es ja noch ein Pluspunkt für ihn gewesen. Richtig. So, aber auf der anderen Seite kann man ja sagen, jetzt ist ein Jahr vergangen und, mhm, glauben wir ihm mal, er ist dir ein Jahr lang treu geblieben, wenn wir ihm glauben wollen. Wenn das wirklich der Fall ist, ist das ja schon eine tolle Leistung, wenn er so sexsüchtig ist und solche abgefahrenen, ja, Geschichten vorher gemacht hat. Ganz gut, ja. Ja. Die Grundfrage ist natürlich, ob du ihm wirklich glaubst oder ob man ihm glauben kann. Ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Weißt du, diese Kontaktanzeigen, das ist so hinterhältig gewesen. Mhm. Und diese Besucher haben sich über anderthalb Jahre unserer Beziehung gezogen und, mhm, ich hatte irgendwie mal ein Gefühl, dass er mich betrügt. Ich habe ihn darauf angesprochen, gefragt und er hat mir frech ins Gesicht gelogen und hat es immer geleugnet. Und da war schon ein Misstrauen vorher irgendwie. Ja, natürlich. Mm, mm, und das, ich finde, dieses Hinterhältige, das ist das, wo ich immer denke, ja, man verarscht mich jetzt immer noch. Ja. Redest du jetzt oder redet ihr so in den letzten Monaten? Habt ihr oft darüber gesprochen? Ja. Und hast du das Gefühl, ich meine, Es kann ja natürlich jetzt auch sich so entwickeln, dass du ihm auf die Nerven gehst mit dem ständigen Fragen und dass die Eifersucht vielleicht das zarte Pflänzchen, was da wieder neu gewachsen ist, auch kaputt machen kann. Ja, das ist es. Ist möglich, ne? Das ist das Problem. Mhm. Und deswegen, wir haben uns vorhin auch schon wieder gestritten, weil er heute Abend auf einer Party ist und, mhm, die in diesem Internat stattfindet und ich komme einfach nicht klar. Mhm. Mhm. Also auf der einen Seite vertraue ich ihm, aber auf der anderen Seite habe ich einfach die Angst, dass er denkt, naja, ich bin hier an einem Ufer, da kriege ich ja sowieso, mhm, nichts mit. Sagt er irgendetwas nach dem Motto, pass mal auf, du, so und so kannst du mich kontrollieren oder kannst du mir vertrauen? Sagt er irgendwie etwas in der Richtung? Oder schwört er dir die Treue oder äußert er sich diesbezüglich sehr klar?
ja, er argumentiert halt immer damit, dass er halt durch mich ein neues Leben anfangen möchte und dass er einfach von vorne anfangen, und deswegen hat er mir das gebeichtet und hat diesem Risiko ausgesetzt, Beziehung Ende oder Beziehung weiter. Finde ich ja im Prinzip auch gut. Ich finde ja auch, dass man immer noch jemandem eine Chance geben sollte. Und wenn jemand noch so viel Mist gebaut hat, wenn die Liebe da ist, aber da muss man natürlich, ich meine, du hast dich ja schon darauf eingelassen, du hast ihm ja die Chance gegeben. Ja. Und es ist, halten wir es mal fest, es ist faktisch nichts vorgefallen in dem Jahr. Nichts, was ich wüsste. Nichts, was du wüsstest. So. Jetzt, da gehört natürlich zu einer neuen Chance, gehört auch dazu, dass man etwas Vertrauen hat. Auch wenn man, auch wenn man sehr enttäuscht wurde. Nur so funktioniert es. Wenn du dieses Vertrauen nicht aufbaust, dann geht es kaputt. Dann wirst du es durch die Eifersucht kaputt machen. Ja, aber weißt du, dass das Problem dahinter ist, dass er steht halt auf gewisse Dinge, die für mich so erstmal nicht in Frage kommen, weil das Vertrauen kaputt ist. Zum Beispiel würde er sich gerne vorstellen, so mit mir und noch einer anderen Frau Sex zu haben oder mit vier Leuten. Und das sind einfach Sachen, die für mich im Augenblick, da ist das Vertrauen nicht für da. Mhm. Und er hat halt solche Fantasien, die ihn immer wieder einholen, und wo er auch letztens, also vor ein paar Wochen, so unter Tränen gestanden hat, dass ihn das immer noch bewegt. Und ich habe einfach die Angst, dass er das nicht kontrollieren kann. Mhm. Wäre es denn für dich irgendwann mal möglich, dich auch auf so Experimente ein bisschen einzulassen? Also ich habe es schon probiert, das ist nicht das Problem, aber er ist für mich einfach im Augenblick nicht der Partner, mit dem ich es machen würde. Mhm. Aber du sagst im Augenblick, also das, da wohnt die Möglichkeit inne, wenn sich das sehr beruhigen würde zwischen euch beiden und stabilisieren würde, dass du durchaus sagen würdest, okay, jetzt könnte ich das auch mal machen. Ja, warum nicht? Also da, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, wenn du gerade, das ist auch schon beeindruckend, wenn du sagst, er hat dir unter Tränen gestanden, dass er da immer noch so dran denkt. Ja. Dass, wenn er nicht der perfekte Schauspieler ist, würde das ja auch sagen, dass er sich wirklich sehr bemüht. Was ja schon rührend ist und toll ist. Ja. Ne? Aber wenn du natürlich so voller Misstrauen bist, dann werdet ihr keinen Weg finden. Es gibt nur die Möglichkeit, dass du jetzt sagst, okay, ich fahre mich in meinem Misstrauen jetzt wirklich runter und zurück und gebe der ganzen Sache jetzt nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr, und lass ihn auch in Ruhe und bequatschen auch nicht ständig, was los ist. Und man guckt, was dann passiert. Wenn du das nicht aushalten kannst, dann glaube ich letztendlich, dass die Beziehung gescheitert ist oder kaputt geht darunter. Weil das wird den wahnsinnig machen. Vielleicht wäre für euch auch eine gute Lösung, weil er ist ja auch gewillt, sich zu verändern. Offensichtlich liebt er dich ja auch sehr. Dass ihr euch von außen Hilfe holt, dass ihr zu einer... Das waren wir schon, die haben uns wieder nach Hause geschickt mit der Argumentation, wir hätten gar keine Probleme. Echt? Mhm. Was sind denn das für Leute gewesen? Offensichtlich. Das war ein öffentlicher Verein, wo man hingehen konnte, aber es war schon professionell. Mhm. Also ich merke schon, dass ihr ein großes Problem habt, nämlich du hast ein großes Problem damit. Insofern ist das ein Problem. Das ist auch wirklich ein Problem. Ich sag mal, wenn er hier bei mir zu Hause ist, dann ist es fast gar nicht mehr. Aber jetzt, wo halt die große Distanz zwischen uns ist. Wie oft seht ihr euch denn? Am Wochenende. Ja, immerhin, ne? Ja. Und das ist einfach nicht leicht und das frisst mich irgendwie auf. Könntest du... vielleicht um dich ein bisschen zu beruhigen, wenn du ihm sagst, pass auf, ich krieg das nicht auf die Reihe. Wenn irgendetwas vorfällt, versprich mir bitte bei deiner Ehre, dass du es mir zumindest sofort sagst. Ja. Würde dir das helfen? Ja, irgendwo schon. Also ich meine, so weit sind wir schon, aber die Angst ist trotzdem immer da. Also man kann sich natürlich auch in so eine Angst hineinsteigern. Man kann so eine Angst auch hochpushen, indem man immer wieder darüber nachdenkt, das immer wieder aufrollt. Ja. Da musst du jetzt für dich eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Wirklich eine Chance, dann musst du das runterfahren. Lass dich nicht zu sehr treiben in dieser Angst, wenn dir um diesen Mann wirklich es dir sehr geht und er dir sehr wichtig ist. Du kannst ihn immer, beenden kannst du es immer noch. Aber ja, so klingt das... Jahren ist das echt nicht einfach. Nein, natürlich nicht. Aber so klingt das wirklich wie so ein Tod auf Raten. Weil du, das ist wie so ein steter Tropfen, der den Stein hüllt, wenn du immer misstrauisch bist und immer eifersüchtig. Irgendwann geht das dem Schuldigsten selbst auf die Nerven und wird es nicht mehr hören.
Vor allen Dingen, wenn er sich bemüht. Wir gehen mal davon aus, dass er sich wirklich bemüht. Dann ist es ja auch eine Ungerechtigkeit. Er wird es als ungerecht empfinden. Na klar. Liebe Elli, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik waren Malte Imels und Michael Verhoeven. Morgen sind wir um 23.30 Uhr, 11:30 da, mit unserem Stargast Desiree Nick. Und die Leitungen sind eine Stunde vorher schon geschaltet. Ihr könnt anrufen ab 10:30. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.